Mich motiviert, dass wir ja bereits heute schon in verschiedenen Themen dienstabteilungsübergreifend arbeiten an Digitalisierungsprojekten, sei das jetzt bei der elektronischen Partizipation, beim GIS, also Geografisches Informationssystem, aber auch im Bereich BIM, Building Information Modeling, wo wir jetzt gerade eine städtische Strategie erarbeitet haben und auch das Tiefbauamt für sich eine Strategie verabschiedet hat. Beim Building Information Modeling geht es darum, dass man verschiedene an einem Projekt Beteiligte, sei es also ein Hochbauprojekt oder ein Strassenbauprojekt, arbeiten im gleichen Datenmodell, dreidimensional, wo man eben nicht nur Gebäudehöhen und Breiten sieht, sondern hinterlegt hat, was ist beispielsweise noch zu wissen zu dem Werkstoff, was sind die Kosten von einem bestimmten Element und so eben in einer offenen Plattform sehr einen klaren Datenaustausch hat. Man kann natürlich auch Visualisierungen machen, Schnitte machen und ist damit auch wieder einen Schritt näher bei der Bevölkerung, weil man früher zeigen kann, wie könnte so ein Projekt mal aussehen. Es hat sich jetzt gerade gezeigt in dieser Krise, Corona, also da ist es ja undenkbar, dass wir unsere Services hätten aufrechterhalten können, ohne digitale Arbeitsmittel. Sei das eben intern für Zusammenarbeit. Bei uns, beim UGZ, wird Digitalisierung auch relevant helfen, die Dekarbonisierung, also hin zum Netto Null, es helfen, sei das in der Anwendung von verschiedensten Technologien im Gebäudebereich, also bei den, unseren Bauten zu dekarbonisieren oder in der Mobilität. Stellt euch vor, wenn ich in der Stadt arbeite, dann brauche ich Publibike, habe eine App auf dem Handy und kann mich frei bewegen. Ich muss von A nach B. Selbstverständlich habe ich den SBB-Fahrplan, zack, zack. Also, die Anwendung von digitalen Mitteln und Tools vereinfachen unser Leben, vereinfachen die Zusammenarbeit massiv. Und da sind wir gefordert, up-to-date zu sein als Stadtverwaltung, als UGZ. Die Digitalisierung in einer öffentlichen Kulturinstitution wie dem Museum Miriadberg berührt viele Bereiche. Der digitale Wandel betrifft sowohl die Arbeitsweisen von Mitarbeitenden als auch die internen Strukturen des Museums. Effizienz, Prozessoptimierung, Nachhaltigkeit und Vernetzung spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Aber auch im Umgang mit den Werken unserer Sammlungen sowie bei internationalen Kooperationsprojekten eröffnet die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten. Die Digitalisierung strafft interne Abläufe. Sie erlaubt einen intensiveren Austausch mit dem Publikum und den Communities und sie schafft ein verbessertes Verständnis für seine Anliegen und seine Interessen und eröffnet auch ganz neue Möglichkeiten, Kunst zu erleben.